Frau Neddermann, mit 23 Jahren sind Sie die jüngste Kandidatin der Bremer Grünen. Warum engagieren Sie sich in der Politik? Für mich persönlich ist es ganz besonders wichtig, mein Umfeld mitzugestalten. Ich möchte nicht einfach nur von außen zusehen, dass irgendwelche Leute etwas entscheiden in meinem Umfeld, sondern ich möchte selber mitwirken und deswegen engagiere ich mich bei den Grünen. Was möchten Sie ganz konkret hier in Bremen bewegen? In Bremen gibt es ein paar Sachen oder sehr viele Sachen, die man ändern kann. Politisch interessiere ich mich vor allen Dingen für Jugendpolitik, für Umwelt- und Tierschutz, aber auch das Thema Anti-Rechtsextremismus liegt mir sehr am Herzen. Und um nur einige Beispiele zu nennen, man kann das Projekt Jugend im Parlament ausweiten. Die Einlasskontrollen in Bremer Diskotheken sollen meines Erachtens nicht so ganz gegen spezielle Gruppen gerichtet sein. Und das muss verhindert werden. Und im Bereich Tierschutz zum Beispiel die Kastrationspflicht für freilaufende Katzen einführen. Also wie man sieht, das waren nur einige Beispiele, es liegt sehr viel an und man kann viel verändern und das möchte ich gerne tun. Was können Sie denn besser als Ihre älteren Kollegen? Ich denke, ich bringe ein paar neue Ideen in die Politik, frischen Wind und junge Energie. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist, auch junge Leute in die Politik zu bekommen, damit besonders die jungen Leute angesprochen werden und dass junge Interessen in der Politik vertreten sind. Was sagen denn Ihre Freunde, wenn Sie jetzt beispielsweise am Wochenende mal wieder auf dem Parteitag sind oder irgendeiner anderen wichtigen Veranstaltung Ihrer Partei? Ja, meine Freunde und meine Freundin unterstützen mich. Allerdings ist es sehr schwer, die Politik und mein Engagement in diesem Bereich mit meinen Hobbys zu vereinbaren. Ich spiele Volleyball im Leistungsbereich und ich habe ein Pferd. Und da muss halt immer irgendetwas zurückstehen und das ist schon nicht einfach, aber ich kann sagen, es lohnt sich. Viele junge Menschen interessieren sich ja nicht für Politik. Wie glauben Sie, kann man das ändern? Junge Menschen sind an Aktionen interessiert. Sie wollen nicht nur Theorie oder nicht nur reden und debattieren. Sie möchten auch praktisch orientiert arbeiten. Und ich denke, dass es sehr wichtig ist, dafür Anreize zu schaffen. Das heißt, wir machen sehr viele Aktionen, zum Beispiel im Rahmen der Grünen Jugend. Die Demonstrationen werden sehr viel von jungen Leuten besucht. Da muss jetzt weiter was geschehen, auf die Straße zu gehen bei Themen, die halt junge Leute, die was zu sagen haben. Die sollen das auch gerne tun. Und weiter Projekte fördern, so wie Jugend im Parlament, sowas aktionsorientiert und oder vielleicht auch solche Fahrten wie nach Berlin oder nach Brüssel zu fahren, um da halt aktiv die Politik zu erleben und mitzugestalten. Ich denke auch, dass es wichtig ist, junge Leute in der Politik zu haben, um halt eine Ansprechpartnerin und einen Ansprechpartner zu haben, damit junge Leute sich auch mehr für Politik interessieren. Gut, vielen Dank für das Gespräch.